Wenn uns Unternehmern es gelingt, diese verflixten Barrieren in unserem Kopf endlich abzubauen und dieses Brett vorm Kopf wegzubekommen, dann binden wir Mitarbeiter deshalb langfristig ans Unternehmen, weil es dann eine Familie ist, weil wir dann von Gleichstellung sprechen und nicht mehr von hierarchischer Unterstellung. Mein Name ist Sina Trinkwalder, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin von Manu Mama, das erste Social Business in Deutschland, und wir fertigen am Standort Augsburg ökosoziale Textilien. Ich bin mittlerweile seit knapp 25 Jahren unternehmerisch tätig, davon 7 Jahre schwerpunktmäßig sozial-ökologisch. Und der Auslöser war eigentlich ein ganz einfach, dass ich nicht mehr zufrieden war mit der Art und Weise der Wirtschaft, wie sie sich entwickelt, weil man vor lauter egoistischer Menschen dieses Miteinander nicht mehr sieht. Und ich habe früher mit enorm vielen Vorurteilen und Bedenken kämpfen müssen. Ja, aber jetzt machen wir das seit über 7 Jahren. Wir schreiben schwarze Zahlen, wir sind zu 100% eigenkapitalisiert, wir haben keine Fördermittel, keine Subventionen. Uns darf es eigentlich ökonomisch gar nicht geben. Und dabei geht es uns gut. Ich glaube, mein Unternehmen macht es für Mitarbeiter so attraktiv, weil es erstmal nicht mein Unternehmen ist, sondern es ist ein Gebilde von 150 Menschen, die zusammen da was Gutes machen. Das Besondere an dem Unternehmen Manu Mama ist mit Sicherheit, dass wir eine gewisse Hierarchiefreiheit haben. Das ist aber nicht zu verwechseln mit völligem Anarchismus. Wir haben sehr wohl auch ein paar Regeln, die aber beziehen sich eher aufs Miteinander als großartig auf Controlling und Struktur, wie wir sie in einem klassischen Unternehmen finden. Was mich sehr, sehr freut, gerade in den letzten Jahren, ist, dass auch immer öfters Unternehmer zu mir kommen und sagen: Mensch, Sina, ich kann nicht bei Null anfangen, aber ich würde schon auch gerne was ändern. Ich weiß aber nicht wie. Wie kriege ich denn überhaupt mit, wie die Stimmung bei mir in der Bude ist? Und dann hat sich eigentlich etwas herausgestellt, was sehr, sehr gut ist. Zettel verteilen und sagen: Schreibt einfach mal, was ihr hier gut findet und was ihr hier schlecht findet. Oder wenn ihr Ideen habt. Und das werten wir gemeinsam aus. Und dann machen wir eine Prioritätenliste. Was können wir sofort umsetzen? Was ist wirklich völlig utopisch? Und was schaffen wir nur gemeinsam über einen bestimmten Zeitraum? Und auf einmal ist dieses Wir-Gefühl schon wieder da. Es hängt nicht davon ab, wie groß die Unternehmung ist, sondern wie viel Menschlichkeit und wie viel Miteinander innerhalb des Unternehmens gelebt wird.